Ich heiße Jürgen Wirth und führe hier in Lauwin einen Demeterbetrieb. Im Moment findet gerade ein Schaukäse statt. Das mache ich auf Anfrage. Das kann man als Gruppe oder Einzel buchen. Und dabei zeige ich den Leuten, wie du Käse herstellen und erkläre ihnen auch den Unterschied zwischen den verschiedenen Käsesorten und den verschiedenen Käsearten. Ich mache einen Halbertkäse, manchmal einen Hartkäse. Das sind eigentlich drei verschiedene Sorten aus einem Rezept. Und das ist darum, weil ich die Käse verschieden schmiere. Und im Sommer sind die Kühe auf der Alp. Sie werden aber trotzdem gemolken vom Hirt. Und die Zennerin, die macht den Käse dort oben. Das gibt dann den feinen Alpkäse, den ich hier habe, aus dem Wolmisteier von der Alp Tabladatsch. Das sind die Kühe vom Rätischen Graufein. Rätisches Graufein, das ist eine klassische Zweinutzungsrasse. Das heisst, die geben Milch und Fleisch. Bei mir ist es sogar eine Dreinutzungsrasse, weil ich verkaufe noch das Fell. Das hier ist der grosse Stolz vom Hof Schlenges. Das ist das höchstgelegene Artischockenfeld von Europa. Zwar eins, das 1400 Meter über dem Meer liegt. Artischocken sind ja eigentlich Mittelmeergewächse. Die kommen sonst in Frankreich oder in Italien vor. Ich habe hier 650 Pflanzen gesetzt. Das gibt etwa 2000 Artischocken, mindestens, hoffe ich. Es sollte pro Stude 3 bis 4, 5, 6 Artischocken geben. Und dass die Artischocken besonders intensiv und kraftvoll schmecken, davon könnt ihr euch überzeugen. Im Restaurant Crucialba in Lauwin, bei Monika Wallner und Remo Gavelti. Bevor ihr jetzt aber die Artischocken geniessen dürft, dürft ihr noch eine kleine Wanderung. Wir wünschen euch viel Vergnügen oder wie man bei uns sagt, bunte Werte meint. Ciao miteinander, ich bin der Robert Giacometti. Wir starten hier im Park 8. Wir werden heute Richtung Stabel Ciot laufen, nachher weiter nach Margunet. Und dann von Margunet laufen wir dann aber ins Val del Boc und Val del Boc raus Richtung Parkplatz 7. Ich würde sagen, wir starten jetzt und wir werden also etwa in 3-4 Stunden wieder zurück sein. Hier sind wir in einem Gebiet, wo seit 100 Jahren der Mensch überhaupt nichts mehr gemacht hat. Man sieht auch tote Bäume und lebende Bäume. Und vor allem sieht man Arven und Föhren. Föhren und eine Arve kann man unterscheiden, wenn man sie anlangt. Und Föhren hat so stachelige Nadeln und die Arve hat ganz feine, seidige Nadeln. Seit 1914 ist hier in diesem Gebiet Nationalpark. Und seitdem hat der Mensch eigentlich nichts mehr gemacht. Und darum hat es auch hier eben die toten Bäume. Die Bäume werden zum Teil auch seit 100 Jahren registriert. Da tut man jedes Jahr Bäume zählen, messen, schauen, wie stark sie gewachsen sind. Und etwa die sagen auch, die Leute sind in Unordnung da. Und eben gerade wegen dieser Unordnung kann Biodiversität auch leben. Da hat es Käfer und Ameisen und Mäuse und Schneehasen und allerlei Tiere. Da sind wir auf Stabel Ciot und das ist jetzt bereits etwa 2000 Meter über Meer. Und hier in dieser Alp kommen die Forscher und auch die Bergwärter brauchen die Hütte. Wir gehen hier Richtung Margunet und hier oben sehen wir vielleicht Steinböcke und Gems. Da hinten, da hat den Games da, weiter hinten. Da kommen wir im Gebiet, wo der Park, der Nationalpark, seit Jahren
Wartgeier auswildert. Also in diesem Gebiet hat man etwa 30 Bärli ausgesetzt. Und im Nationalpark selber hat es jetzt zwei Bärli, die brüten. Und die anderen sind alle ausgeflogen, sind weit weg in ganz Europa. Und man hat dann die auch markiert. Und man weiß auch genau, wo die rum sind. Das ist jetzt das Glück, dass wir den gesehen haben. Wir sind jetzt ein bisschen in einem Kalksteingebiet. Und da hat es auch Höhlen. Und da tun Adler und Bartgeier den Horst. Ja, jetzt sind wir hier auf Margunet, 2328 steht auf der Tafel. Und hier hinten sehen wir den Piz Neir. Und weiter hinten, da ist der Piz Deint. Und das ist auch ein ganz schönes Skitourengebiet. Da in diese Richtung ist dann Valmora und weiter links ist dann das Münstertal. Ja, jetzt sind wir hier am Abstieg. Jetzt kommen wir hier in das Tal runter. Und das Tal heisst Val del Boc. Und unten hat es ganz grosse Gröllablagerungen. Die sind dann im Laufe der Jahre entstanden durch Gewitter oder bei der Schneeschmelze. Weißt, es ist auch spannend, hier in diesen Steinen herumzulaufen. Wenn man das ganz gut beobachtet, ist das auch spannend, wie sich die Steine, wie sich die Landschaft so entwickelt hat. In Millionen von Jahren. Wenn man die Gröllhalde hier oben sieht, das ist eine wunderschöne Gegend. Da siehst du, da hat eine riesige Lawine einmal den ganzen Wald abgebrochen und das Holz hier runter verfrachtet. Und oben wachsen bereits neue Föhren und es entsteht ein neuer Wald. Das ist recht, wenn ihr Hunger habt. Ich bin schon die Vorspeise anrichten. Ich tue hier ein bisschen frischen Meerrettich drauf. Für das frisch geräuchte Forellenfilet. Das ich nachher auf den sortierten lauwarmen Artischockensalat anrichte. Und mit ein bisschen weissem Macchetto Balsamico ablöschen. Noch ein bisschen frische Peterli dazu. Ein bisschen für die Farbe und für den Geschmack auch. Und jetzt kommt noch das hausgeräuchte Forellenfilet drauf. Das ist noch ein zweites, sehr schönes Artischockengericht. Das Rindstagliata auf einem Artischockengemüseboden, den ich hier ein bisschen anbrötle. Ein bisschen Rucola, das gehört zu einer richtigen Tagliata. Das ist das Rindstagliata, das ich schön medium brötelt habe. So, tun wir das anrichten, schön auf das Bett, sieht natürlich super fein aus. Ein paar Parmesanspänen drauf, super fein im Geschmack ist. Schweizer Rapsöl, St. Galler Saatzucht. Und jetzt ist es eigentlich bereit. Bon Appetit! Natürlich spielt auch der Wein eine grosse Rolle auf dem Tisch zu diesen schönen Gerichten, die der Remo zubereitet. Nicht nur Herrschäftler spielen eine Rolle bei uns, sondern auch Südtiroler und auch Veltliner an der Landesgrenze. Und am Donnerstag gibt es immer unser Cordon Bleu, für das sind wir schon richtig berühmt. Ich mache es einfach vom Nierstück, vom Schwinznierstück und dann alles schön apparieren, dass man kein Fett hat. Ich einen schönen Gruyère-Käse rein, höhlengereiften Gruyère. Und ja, schön in Butter rausbröteln, rausbacken. Also jetzt machen wir etwas, wo ich besonders stolz bin.
ist der Schokokuchen im Glas. Hier habe ich Eier und Zucker, Vanillezucker, schumig geschlagen. Dann tun wir die Schoki, die ich vorbereitet habe, mit Butter. Das mischen. Das ist ein Rezept ohne Mehl. Ist auch gut für Glutenallergiker. Das sind Mandeln und Haselnüsse. Nachher geht es ins Weckglas. Dann tun ich es 50 Minuten bei 160 Grad backen und gerade heiß verschliessen. Das tut es schön sterilisieren. Und somit sind die Küchen locker 1 bis 2 Monate haltbar.